Hallo, der Matthias ist hier. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und dir mein neues Video anschaust. In dem heutigen Video wird es um die schöne Stadt Tokio gehen. Tokio befindet sich in der Kanto-Region auf der Hauptinsel Japans, Honshu. Mit fast 10 Millionen Einwohnern ist Tokio die größte Stadt Japans. Weiterhin ist es der Sitz der japanischen Regierung und des Kaisers von Japan. Und damit ist Tokio die Hauptstadt. Die Stadtgeschichte Tokios beginnt im Jahre 1446 mit dem Bau der Burg Edo. Im Jahre 1868 wurde dann die Burg zum Kaiserpalast erklärt. Dabei wurde dann auch gleich der Name der Stadt von Edo in Tokio umgeändert, was so viel bedeutet wie die östliche Hauptstadt. Im Zweiten Weltkrieg musste Tokio viele Luftangriffe der USA erdulden. Dabei wurde fast die gesamte Hälfte der Stadt komplett zerstört. Und nach dem Abzug der Amerikaner erfolgte dann auch der wirtschaftliche Aufschwung Tokios. Und heute ist Tokio Japans unbestrittenes Zentrum für Industrie, Handel, Bildung und die Kultur. Dieses Jahr sollten dann ja auch ursprünglich die Olympischen Spiele nach 1964 erstmalig wieder in Tokio stattfinden. Aufgrund der Corona-Krise wurde das Ganze vorläufig für ein Jahr verschoben, also auf 2021. Müssen wir mal schauen, ob sie dann im nächsten Jahr tatsächlich in Tokio stattfinden können. Ja, das war mein kleiner geschichtlicher Blick auf Tokio, die Hauptstadt Japans. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen in meinem Videoclip nach Tokio. Ich habe darin einige Szenen verwendet, die ich in den letzten Jahren so erstellt habe. Leider keine Drohnenaufnahmen diesmal, da es in Tokio, in der Großstadt, streng verboten ist, die Drohne zu starten. Das habe ich dann doch nicht riskiert. Aber ich habe mal mit der kleinen Osmo Pocket ein bisschen herumexperimentiert, mit einem verlängerten Selfie-Stick, um so doch noch ein paar interessante Aufnahmen für euch zu bekommen. Das will ich euch jetzt alles präsentieren in diesem kleinen Videoclip. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns dann zum Schluss noch einmal. Did you really mean the words you said? on, in case you're coming back. Do you think of me? Sometimes I wanna believe in that. Cause nothing about me. Only thing I wanna do. Don't let me go, let you down, just tell me now. Do you think of me? Ja, ich freue mich und ich bedanke mich bei euch, dass ihr den Videoclip wieder bis zum Schluss angeschaut habt. Das waren so einige kleine Eindrücke aus der schönen Stadt Tokio, die ich für euch hier mal zusammengeschnitten habe. Ich hoffe sehr, dass man bald wieder reisen darf, sodass ich auch nach Tokio zurückkehren kann, um weitere schöne Aufnahmen dort zu machen. Vielleicht auch mal ein bisschen das Hinterland bereisen und dann mit der Drohne im ländlichen Raum ein wenig zu filmen. Ja, dann bleibt mir nur, euch allen zu wünschen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr viel Spaß habt. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video schon bald wieder. Also, bis bald und danke fürs Schauen. Euer Matthias.